Hallo und willkommen zurück zu Super Meat Boy, dem Spiel für... für was denn eigentlich? Für Meat Boy, für Bandage Girl, für alle Pflaster der Welt? Ich weiß es nicht, wir spielen weiter in der Sword Factory im Kapitel 3. Wir haben schon alle Verbände gesammelt, haben 96% abgeschlossen. Jetzt wird nur noch das Glitch-Level und ich hoffe mal, dass ich das heute hier in der Folge schaffe. Denn... ja, im Prinzip wäre es nett, das zu schaffen. Ich bin letztes Mal schon ganz gut vorangekommen hier. Hab gemerkt, dass die Rakete hier ein bisschen gemein zu mir ist manchmal. Und habe jetzt auch gemerkt, dass ich hier vielleicht doch ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen sollte. Wenn ich nämlich warte, dass diese kleine Plattform hier unten, die nach links und rechts geht, ein bisschen besser positioniert ist, dann habe ich es auch leichter, da rüber zu kommen. So, hier hoch ist sowieso kein Problem. Och. Manchmal macht die so ganz komische, schlägt die so ganz komische Flugrichtungen ein, was ein bisschen schwierig manchmal ist, das da richtig auszuweichen. Zumal dieses, das sind halt Zielsuchraketen, ne? Die sind sehr anhänglich, um das mal so auszudrücken. Und ja, entsprechend ist es dann manchmal doch ein bisschen kompliziert, da nicht getroffen zu werden. Nein, ich will nicht sterben. Ach, okay. Was ich habe es schon in der letzten Folge erwähnt, ich verstehe, man hat hier drei Leben, aber man kann es ja im Endeffekt so oft wie möglich spielen. So oft wie man will spielen und ich weiß nicht, ob es hier mehrere Level gibt. Das ist die Sache, die mich ein bisschen verunsichert, denn ich hoffe, dass es hier nicht mehr als eins gibt. Denn sonst werde ich leider durchdrehen. Denn die Glitch-Level sind zum, von der Schwierigkeit her schon mit so ein bisschen das höchste der Gefühle in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, was da mal wird, wenn ich dann in Level 6 bin, in der Dark World. Da gibt es nämlich schon ein Level, was... ach, da kam ich nicht vorbei an diesem blöden Fahrstuhl, meine Güte. Da gibt es dann schon so ein paar Level, die... Level 6? Ist es Level 6 oder ist es Level 5? Was ich hier Mist. Die halt extrem schwer sind, um auf den Punkt zu kommen, ne? Und extrem, extrem schwer. Und da frage ich mich doch, wie krank schwer soll da bitte die Glitch World sein? Ach, scheiße, was mache ich denn? Und noch einmal das schöne Spielchen. Das ist, wenn ich den Fahrstuhl benutze, gar nicht mal so schwer, oder? Ach, verdammt. Ach, du Scheißrakete! Ich dachte ja endlich, ich habe die Raketen hinter mir, aber nein. Nein, nein, so schnell geht es noch nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube in Welt 4 kommen dann diese richtig gemeinen Teile, diese schwarzen Schnapper, die einen immer so ein bisschen das Leben zur Hölle machen wollen. Also hier komme ich wirklich ganz gut hoch, oder? Och Mann, wieso falle ich da eigentlich ständig drüber? Das kann doch nicht ernst sein. Ja, und jetzt stelle ich mir vor, ich habe schon mal von der Dunkelwelt, von Welt 5 oder 6, also von der letzten normalen Welt, habe ich schon mal ein paar Level angespielt. Ich glaube 2. Und die waren höllisch. Höllisch. Also die waren wirklich höllisch, höllisch. Och, ich bin so unfähig. Junge! Und ja, wenn ich da jetzt dran denke, dass es dann davon noch ein Glitch-Level gibt, also eine Glitch-World, die dann halt entsprechend nochmal viel schwerer ist, dann frage ich mich so, wie? Wie schwer soll das werden? Und ich kann es euch nicht beantworten. Wahrscheinlich sehr schwer. So, fein. Okay, jetzt bin ich erstmal hier. Ui, das war aber gemein jetzt hier. Oh, ich hab's geschafft. Ihr Penner. Wie mies ist denn das? Ja. Ich wusste, dass es passiert. Ich dachte, ich bin schon im richtigen Zeitpunkt runter, aber das bin ich auf jeden Fall nicht. Und okay, 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 okay. Wir haben es jetzt schon mal an einem Punkt geschafft, an dem ich bis jetzt noch nicht war. Deswegen ist alles halb so wild. Lass mich doch bitte leben. Und nochmal runter. Ja, ich stelle mich hier... ach, verdammt, jetzt habe ich vergessen, dass es zurückgeht. Ich stelle mich hier gerade extrem an. Aber es ist auch nicht ganz leicht. Also man ist auf beweglichen Plattformen. Man wird von zielsuchenden, beweglichen Raketen verfolgt. Und hat dann auch überall Stacheln am Rand und so. Und ja, muss Schlüssel sammeln und überleben. Und... ach, oh, Gottchen. Das sollte eigentlich ein bisschen anders aussehen hier. Das sollte eigentlich nichts passieren hier, oder? Hä? Ach so, ja, Richtungswechsel. Das vergesse ich immer. Ich denke mal, ich bin auf den Plattformen sicher, weil im Endeffekt ist man es auch. Allerdings nur so lange, bis die Plattform einen Richtungswechsel macht, denn dann trifft die Rakete wieder, die Zielsuchende. Wenn man allerdings immer nur in eine Richtung unterwegs ist, kann nämlich eigentlich nichts passieren. Seht ihr das hier? Oh, Junge. Nein, da bin ich doch jetzt nicht... oh.
Und das ständig hier rausgeworfen werden, geht mir auch richtig auf die Eier. Meine Fresse. Gott, ey. Ich möchte das jetzt... Ich muss doch auch irgendwann mal fertig werden mit dem Spiel. Wie lange soll das noch dauern, ey? Na gut, aber man muss halt auch zugeben, es ist ein scheiß schweres Spiel. Und... Ja, je länger ich hier das Spiel spiele, desto weiter schreite ich voran und desto schwerer werden die Level. Deswegen ist es schon okay. Okay, das haben wir. Sehr schön. So, und jetzt hier oben in Safe, in Sicherheit. Ach, ich bin zu wackelig dabei. Das muss ein bisschen präziser, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen, ne, aktiver sein, das Ganze. Das ist momentan noch nicht so toll. So. Alles prima. Das ist auch so eine Sache mit diesem Raketenwerfer. Der bringt einen gern mal so ein bisschen durcheinander. Obwohl eigentlich alles safe ist, hat man bei dem Ding immer so ein bisschen das Gefühl, dass man gleich stirbt. Das nicht ohne Grund. Hui. Och Gottchen. Rikus, bitte. Es ist doch gar nicht so schwer. Kannst du dich noch an das Level erinnern? Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? An die Level mit dem Titel Die schwersten Level meines Lebens? Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn nicht, dann... Ich werde das einfach am Ende der Folge mal in die Endcard packen. Dieses Level. Denn ja, ich habe damals hier bei Super Meat Boy Level gespielt mit dem Kit. Die sind einfach höllisch gewesen. Ich werde euch mal das erste von den drei Leveln verlinken. Dann am Ende der Folge in der Endcard. Schaut doch mal rein. Ihr müsst euch das nicht komplett angucken. Das ist sehr anstrengend, würde ich es mal nennen. Aber es hat schon Spaß gemacht. Das hat mich auch damals richtig, richtig an meine Grenzen gebracht. Sind nicht umsonst die schwersten Level meines Lebens gewesen. Aber schaut es euch doch einfach mal an. Ist ja kein Stress, da mal reinzuschauen. Ne? Ihr müsst ja nicht selbst spielen. Und wieder runtergefallen. Ach, Manu. Aber die Fahrstühle haben zumindest alle ihr Timing zueinander. Wieso geht denn das eigentlich durch den Fahrstuhl durch? Kam mir das gerade nur so vor, oder ist die Rakete durch den Fahrstuhl durchgegangen? Das sollte doch eigentlich nicht so sein, oder? Ich bin doch manchmal hier ein bisschen ungeduldig, das muss ich zugeben. Das nützt mir nur irgendwie gar nichts. Das nützt mir nichts. Geht wirklich durch. Das finde ich nicht fair. Junge. So, okay, wieder hier. Oh, zu knapp. Es ist so gemein. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh, vor allem, dass ich hier immer warten muss. Könnte das nicht so getimt sein, dass der Fahrstuhl direkt bei mir ist? Uiuiui. Hui. Zack. Ausweichen. Hier bin ich mal recht. Ich fühle mich mal sehr sicher an der rechten Wand hier, weil ich da die Raketen abprallen. Ach, Mann! Ich muss an der Stelle wirklich die Fresse halten. Also das muss ich mir jetzt leider mal einpläuen, denn sonst habe ich es nicht. Sonst habe ich es nicht. Ah. Ich würde jetzt sagen, ich versuche es nochmal, wenn ich jetzt die drei Leben hier zu Ende habe, quasi leer habe und dann immer noch nicht vorangekommen bin, dann gibt's einen Cut. Dann werde ich schneiden wie ein Sichlo und dann euch entsprechend nur noch den gelungenen Versuch einblenden. Denn, ja, ich weiß nicht, warum solltet ihr euch das hier stundenlang ansehen, wie ich immer wieder an derselben Stelle scheitere. Wäre ja albern, oder? So, also bis hierhin komme ich ganz gut. Wow. Okay. Sprung. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Noch mehr Stacheln, noch ein Schlüssel. Oh, nee, oder? Also im Prinzip das Gleiche noch einmal. Weil es so schön war. Oder was? Ja! Okay, ich hab's geschafft. Wow. Jetzt, wo ich mir wieder dieses Ultimatum gesetzt habe, war es auf einmal kein Problem mehr. Wieso fehlen mir hier noch 4%? Errungenschaft freigeschaltet. Ja, also ich muss mal sagen, kein Schimmer, warum mir hier 4% fehlen. Ich habe überall das A+. Fehlt mir eine Warpzone vielleicht? Ich glaube, mir fehlen noch zwei Warpzones, oder? Huh.
Na, wisst ihr was? Die Warp Zones hier, die finden wir dann in der nächsten Folge noch. Oder, Moment mal, wir können mal nachschauen. Der Hospital? Na, kommt schon. Hier sind nämlich 3, 4. Mir fehlt eine Warp Zone. Verdammt. Huh. Okay, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Ich schaue jetzt mal nach, wo die letzte Warp Zone ist. Denn die fehlt mir noch eine. Ja, okay, dann hier den kurzen Cut. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt ein Bild im Internet gefunden. Ich habe kurz auf mein Handy nur geschaut. Es müsste hier sein, im Level Mono. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Mal schauen, ob ich hier irgendwo was finde, was nach Warp Zone aussieht. Da hätte ich doch fast irgendwie was übersehen. Ich habe mich gewundert, warum ich erst 96% hatte. Aber wo? Hier komme ich nicht hoch, merke ich gerade. Also hier sehe ich nichts. Ich schaue mal eben nach. Upsi. Was mache ich denn? Habe ich hier irgendwie Schwierigkeiten mit der Steuerung gerade? Hallo? Bist du noch da, Steuerung? Ja. Aber ich sehe aber nichts hier. Da! Oh, wie komme ich denn da ran? Oh, die ist ja gemein versteckt. Alter Lachs, hat er das gesehen? Die kam da raus. Oh, rausgefahren. Oh, der kann auch einen Doppelsprung. Wer ist denn das? Cool, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Ich habe gar nicht richtig hingeschaut. Wer ist denn das? Hallo? Kann mir das jemand sagen? Wer ist denn das? Na gut, ich werde es gleich rausfinden, schätze ich. Oh. Okay, so leicht ist es nicht, aber das sollte kein Problem sein. Ja, vielleicht zwischenlanden, Rikus. Ah, schön. Sehr gut. Nummer 1 geschafft. Oh, cool. Die Level gefallen mir. Oh, hier muss ich ein bisschen geschickter sein. Das geht aber. Ja, was ist da oben? Kann ich hier ran? Ah, okay, alles klar. Oh. Was ist das für ein kleiner, knuffiger Kerl? Das ist ja lustig. Hui. Der gefällt mir. Oh, hier muss ich echt ein bisschen... Das wird nicht ganz leicht da unten. Aber sobald ich erstmal den Kniff raus habe, wie ich da springen muss, sollte das kein Problem sein. Yo, und das zweite Level geschafft. Sehr schön. Oh. Ah, verdammt. Okay, das war schon mal ganz gut. Ah, verdammt. Das gefällt mir mega gut, ohne Scheiß. Oh, das war nicht gut. Der kleine knuffige Kerl, der ist so niedlich. So niedlich. Oh Gott, ich bin tot. So niedlich. Oh. Ja, das muss ich noch ein kleines bisschen rausfinden. Aber easy, oder? Eigentlich alles echt knuffig. Alles sehr, sehr gemütlich. So knuffig, würde Zellos jetzt sagen. So knuffig. Die Sprünge hier sind nicht schwer, ne? Der ist ein bisschen tricky, aber auch nicht schwer. Da muss ich nur noch das Gefühl finden. Aber das ist kein Problem. Das schaffen wir auf jeden Fall hier in dieser Folge. So. Wunderbar, sehr schön. Tut mir leid, Meat Boy, aber Vantage Girl ist in einer anderen Warp Zone. Du hast Okumo freigeschaltet von Jumper. Sehr schön. Und damit hätten wir auch wunderbar die Salt Factory beendet. Ich würde jetzt sagen, ich schaue nochmal ganz kurz in die Hölle. Vielleicht ein oder zwei Level maximal von der Dark World. Ich mache es jetzt mal nicht ganz so lange, die Folge. Hier habe ich schon mal 6 Bandages erst abgeschlossen, 42%. Und wir schauen uns wenigstens mal ein kleines bisschen was an. Gretel ist das erste Level. Wo bin ich? Da drüben. Okay. Das, nur, dass wir mal einen Eindruck hier bekommen von der Dark World, der Hölle quasi. Das ist momentan so auf den ersten Blick ganz okay. Ah, schade. Da hätte ich vielleicht nicht unbedingt reinspringen sollen. Upsi. Hey. So, hier warte ich jetzt, bis diese Säge da vorbei ist, die linke. Achso, ich muss das ja auch auf A+ dann später machen, ne? Ah. Ah.
Ah, okay. Was ist denn das für ein Sprung? Ne, muss ich durchziehen, oder? Ich glaube, da muss ich... Hoppala, da muss ich durchziehen. Na, da komme ich nicht durch. So war es aber eigentlich nicht gedacht. Oh, sehr schön, da kann man ja richtig Zeit sparen. Wenn ich das schon schaffe jetzt, dann möchte ich es doch gerne auch in die Lava, ja. In A-Plus schaffen. Wow, nice. Das ist gleich ein ganz anderes Timing. Ach, verdammt. Habe ich ja gerade gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Komm schon, Meat Boy. Ja, sehr gut. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen hier an der Stelle. Hä? Wie hab ich das gemacht? Ach, verdammt. Wow, wie ich da durch bin. Alter, ey. Richtig stark. Ach, muss ich denn... Lava, die Lava unterschätze ich komplett hier, ne? Ohne Mist. Ich weiß nicht warum, aber die Lava ist irgendwie gemeiner, als man denkt. So. Schon wieder, hä? Das ist eine ganz komische Hitbox. Das ist eine sehr, sehr komische Hitbox und ich stelle mich an. Naja, egal. So, komm schon, Meat Boy. Das machen wir gleich auf A+. Ein Pflasterchen scheint sie eh nicht zu geben. Hm. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit mir. Das sollte ich eigentlich schon längst geschafft haben, das Level, denn es ist wirklich nicht sehr schwer. Da, was da links noch auf mich wartet, das kann ich jetzt natürlich noch nicht so, so richtig sagen, aber das hier ist doch zumindest kein Problem. Ich bin schon wieder zu kurz gesprungen. Ist denn das der Ernst? Ernsthaft ernst? Ernsthaft ernst? Was erzähle ich hier? Hilfe! Okay, da lang. So, und jetzt... War das zu langsam? Ich glaube, ich bin zu langsam angelaufen. Ah! Ich drehe am Rad, ich gehe am Stock, ich drehe durch, Junge! Diese Lava, diese elende Lava da drüben. Die macht mich alle. Autsch. Das Sägelein auch. Das Sägelein auch. Ach, komm schon, so. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt hier in der Hölle nochmal richtig schön Spaß haben. Wir haben bestimmt noch, also 10, 20 Folgen haben wir bestimmt noch vor uns. Ich habe zwar insgesamt jetzt gerade mal, bin ich bei 33, 34 vielleicht. Ich glaube, 34 ist es jetzt. Und... Naja. Ach, zu langsam gewesen. Ich denke trotzdem, also so 50 Folgen sind schon realistisch. Ich bin ja auch nicht so perfekt in dem Spiel, wie manch anderer das vielleicht ist. Also es gibt durchaus Leute, die das hier relativ schnell durchgespielt haben und auch auf 100%. Aber naja, ich bin ja nicht der Beste jetzt, sage ich mal, ne, in diesem Spiel. Da gibt es so andere Spiele, wo ich gut bin, aber das ist nicht unbedingt eins. Ich bin ja nicht schlecht, das ist ganz okay, aber ich denke, ich muss hier mir selbst nicht das Ziel setzen, übelst schnell durchzurennen. So, und jetzt hier lang, da lang und dann sind wir da. Und A+ geschafft. Okay, wisst ihr was? Ich schaue nochmal ganz kurz ins zweite Level. Nur einen einzigen Versuch, nachdem ich auf dieser Plattform war. Und danach würde ich sagen... Wow. Was ist das für ein krankes Level? Okay, ich versuche es noch einmal. Ich will es mal probieren. So. Nee, okay. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt... Na gut, den einen Versuch noch. Den einen Versuch noch, okay? So, tot. Tut. Zurück zur Karte. Ich mich hier noch stundenlang davon... wieder einfangen lasse von diesem Spiel, denn ich mache das immer total gerne. Mir fetzt es immer, wenn ich einmal angefangen habe, will ich zocken, will ich weitermachen. Also wie gesagt, schaut euch mal auf der Endcard um. Ich hab euch jetzt hier das Level verlinkt mit dem schwersten Level meines Lebens aus Meat Boy und ansonsten noch eine andere Playlist, in die ihr auch gerne reinschauen dürft. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!